Mein Name ist Ulrike Zuball und das ist Zeichensetzung. Das letzte Mal haben wir über das Liebespaar Vallada und Ibn Saidun gesprochen, die im 11. Jahrhundert in Andalusien gelebt haben. Heute wollen wir uns anderen Dichtern aus Andalusien zuwenden, die im frühen und hohen Mittelalter in Spanien gelebt haben und Arabisch, aber auch in einer romanischen Sprache geschrieben haben. Es ist die Zeit der muslimischen Herrschaft in Spanien und die Muslime haben nun eben aus dem Orient die Liebeslyrik nach Europa gebracht. Die Liebeslyrik hatte immer schon einen hohen Stellenwert in der Dichtung der Araber, auch schon in vorislamischer Zeit. Die Schönheit, die sinnliche Schönheit, der Preis der sinnlichen Schönheit von Menschen, von der Natur oder von Tieren wurde in dieser Lyrik in den Mittelpunkt gestellt. Diese Lyrik kam nach Europa auf den Umweg über Spanien und sie hat die europäische Liebeslyrik ganz entscheidend geprägt. Ich mache hier eine kleine Nebenbemerkung. Es hat darüber eine heftige Diskussion gegeben, inwieweit unsere Liebeslyrik von der arabischen beeinflusst worden ist. Ich habe manchmal den Eindruck, dass Europa es lieber hat, wenn die Welt von Europa etwas lernt und weniger gern, wenn Europa von den anderen etwas gelernt hat oder lernen sollte. Und so ein bisschen scheint mir auch diese Diskussion zu verlaufen. Also es kam nach Spanien nun eben im 8., 9. Jahrhundert ein neuer Typ Krieger, Mann, der für Europa vollkommen neu wirkte und spannend war. Dieser neue Typ Krieger war ein Macho, ein Siegertyp, auch eben auf dem Schlachtfeld, aber auch einer, der dichtete und die Poesie liebte und ganz speziell eben auch die Liebeslyrik. In dieser Liebeslyrik wurden die Frauen auf ein Podest gestellt. Auch das war in gewisser Hinsicht für europäische Ohren nicht gerade üblich. Dazuhin schrieben diese Autoren dann auch zunehmend in volkstümlichen Dialekten, in einem nicht nur klassischen Arabisch, sondern auch einem volkstümlichen Arabisch und dann auch in anderen Sprachen, die vom breiten Publikum verstanden werden konnten. Das Ganze wurde untermalt von Instrumenten, Musikinstrumenten, es wurde gesungen, Lauten und gitarrenähnliche Instrumente kamen auf diesem Weg auch nach Europa und haben ja unsere Songs bis heute ganz entscheidend geprägt. Das war so eine beliebte Form des Singens und Textens, dass diese Form weit über Spanien hinaus berühmt geworden ist und bekannt gewesen ist. Man sprach über sie, man liebte sie. Im 13. Jahrhundert schreibt ein Autor, dass es kaum einen Bewohner in der Algarve gebe, der nicht irgendwelche Verse aus diesen Texten kennen würde. Und bereits im 9. Jahrhundert, kurz nach der Invasion der Araber in Spanien, klagte der Bischof Alvaro von Córdoba, dass viele Christen die Gedichte und Märchen der Araber lesen würden und dazuhin auch noch ihre Literatur bewundern würden. Also diese Literatur war in Spanien und weit über die Grenzen Spanien hinaus bekannt. Ihr Thema war Verlust, Sehnsucht, Nostalgie. Diese Menschen waren ja aus dem Orient vertrieben und sie lebten in dem Bewusstsein, im Exil zu sein.
Ihre Heimat, das war der Vordere Orient. Ihr Sehnsuchtsort Mekka, der ganze Vordere Orient für sie das verlorene Paradies. Und so wurde Andalusien in ihren Augen zur Erweiterung des Orients oder besser gesagt ein Orient unter anderen Himmeln. Dass der Orient für diese Autoren in Andalusien immer Vorbild geblieben ist, zeigt sich schon an der Namensgebung. Einige oder sehr viele dieser andalusischen Autoren haben Beinamen, die an den Orient angeglichen sind. Zum Beispiel ein Autor, Ibn Hani, bekam den Zunamen Al-Mutanabi, Mutanabi des Westens. Und Al-Mutanabi war ein Autor gewesen, der im 10. Jahrhundert im Vorderen Orient gelebt hat, einer der berühmtesten Autoren der klassischen Zeit, auf die mich auch einer meiner Zuhörer aufmerksam gemacht hat, auf diesen Autor, Al-Mutanabi. Ibn Saidun hieß der Bachturi von Al-Gharb des Westens und Al-Bachturi war wiederum ein Autor gewesen, der im 9. Jahrhundert in Bagdad gelebt hat. Also der Orient blieb Vorbild für Andalusien und ein Autor schreibt dann über diese arabischen Andalusier: Wenn in jenen Gegenden im fernen islamischen Osten ein Rabe krächzt oder im äußersten Syrien oder im Irak eine Fliege summt, fallen die Andalusier vor diesem wie vor einem Götzen auf die Knie und rezitieren jenes wie ein unumstößliches Buch. Das Leben dieser Dichter war sehr aufregend. Wie ich schon erwähnt habe, selbst klang es wie Literatur, wie ein kleiner Roman. Man konnte über Nacht aufsteigen in höchste Ehren und fiel dann eben auch über Nacht wieder in die tiefsten Tiefen. Ein Autor, Ibn Ammar, hat 16 Jahre im Gefängnis leben müssen. Ibn Saidun im Gefängnis, im Exil. Abu Ja'far wurde exekutiert. Das kam sehr häufig vor, wenn man dann in Ungnade fiel. Dann war das die Zukunft das Gefängnis oder das Exil. Ein positives Beispiel, wie man sehr schnell aufsteigen konnte, davon erzählt Ibn Hamdis, ein Autor, der zur Zeit Al-Mutamids gelebt hat, ein Dichter, und der bei dem Sultan von Sevilla aufsteigen wollte, aber lange Zeit in Sevilla lebte, ohne von Al-Mutamid empfangen zu werden. Schließlich, als er schon abreisen will, wird er ganz plötzlich eines Nachts gerufen, er soll zum Sultan kommen, der ihn sozusagen auf die Probe stellen will. Der Sultan erwartet ihn am Fenster, das offen steht, und in der Ferne sieht man einen Glasbläser, der seinen Glasofen befeuert. Aus dem Ofen, aus zwei Öffnungen, strahlt Feuer hervor und der Glasbläser öffnet nun immer abwechselnd ein Fenster, lässt das andere zu, schließt beide, öffnet beide. Und nun entspinnt sich ein poetischer Dialog zwischen den beiden, zwischen Al-Mutamid und Ibn Hamdis, der auch noch gereimt ist im Original und in dem Al-Ibn Hamdis gezwungen wird, auf einen Vers von Al-Mutamid sofort einzugehen, ihn zu prägen, das Gespräch zu prägen und wenn möglich auch noch auf eine höhere Ebene zu stellen. Und das gelingt Ibn Hamdis. Ich lese Ihnen vor, wie das ungefähr geklungen hat. Also, Al-Mutamid sagt: Nun, zu was inspirieren diese Feuer, die in der Nacht brennen? Ibn Hamdis antwortet: Ich sage, ein Löwe im Dunkeln, der seine Pupillen weit öffnet. Al-Mutamid:
Der Wilde öffnet und schließt seine Augen eins ums andere Mal. Eben am dies, er zwinkert, würde man sagen, wie ein Jäger. Allmutter mit, das Schicksal frustriert ihn mit dem Licht eines Auges. Eben haben dies, wer kann den schrecklichen Fallen des Schicksals entfliehen? Und dieser poetische Dialog war so glorreich, dass Eben haben dies in Ehren aufgenommen wird und nun jährlich finanzielle Zuwendung bekommt. Die Gedichte preisen, wie gesagt, die sinnliche Schönheit der Welt, der Frauen, der Natur. Diese sinnliche Liebe wird dann auch oft überhöht und wird zur Liebe zu Gott, der sich auch in den sinnlichen Eindrücken eben offenbart. Und dann wird diese Liebe sehr sublim und sehr auch zum Unkörperlichen neigend. Dennoch bleiben diese Gedichte eigentlich hocherotisch. Und zwar geprägt von einer Erotik, die keine Schuldgefühle kennt, was Sex angeht. Viele dieser Gedichte sind sogar ziemlich gewagt. Es gibt auch eine ganze Reihe von homoerotischen Gedichten darunter. Und auch die Dichterinnen haben eine klare Sprache geliebt. Ich lese Ihnen zwei kleine Strophen vor von zwei Dichterinnen. Die eine ist Moja bint al-Tayani und hat im 11. Jahrhundert gelebt. Und sie schreibt: Dank für die frischen Pfirsiche, die du mir schenkst. Sie sind so wohlgerundet wie der Mädchen Brüste, doch lassen jeden Penis sie vor Neid erblassen. Die andere Autorin ist die Ihnen bekannte Vallada und sie schreibt: Ibn Saidun verleumdet mich zu Unrecht. Er klagt mich an, doch trifft mich keine Schuld. Argwöhnisch äugt er, wenn ich zu ihm komme. Ich könnte seinen Ali ihm entmannen. Also für diese Zeit und noch dazu aus dem Munde von hochgestellten Frauen noch außergewöhnlich und für europäische Ohren wirklich schockierend. Shocking. Hier in Andalusien wurden eben auch zwei neue Liedformen erfunden, die dann in Europa abgewandelt wurden und unsere Liedkunst, unsere Textkunst entscheidend mitgeprägt haben. Das ist zum einen der schon erwähnte Muwasha und das Sajjal. Das sind Lieder gewesen, Strophenlieder, die musikalisch begleitet wurden, eben mit Gitarren und lauten ähnlichen Instrumenten. Das sind sozusagen die ersten Songs, die wir dann auch in Europa kennengelernt haben, die allgemein verständlich waren, in einer allgemein verständlichen Sprache gesprochen wurden, dennoch hoch künstlerisch komponiert und getextet und eben kunstvolle Lieder, nicht wie die doch einfachen Volkslieder, die natürlich jedes dieser europäischen Völker auch hatte. Der Muwasha, das ist eine Liedform, die angeblich im 9. Jahrhundert von Mukaddam ibn Muwaffa al-Kabri erfunden wurde, genannt der Blinde. Gelebt hatte 888 bis 912. Und das war ein Lied, das aus 5 bis 7 Strophen bestand und auf Arabisch oder Hebräisch geschrieben wurde, beide Sprachen in arabischen Buchstaben. Ich kann nicht alles hier behandeln, aber ganz kurz sei erwähnt, dass die jüdischen Dichter Spaniens einen großen Anteil an der Entwicklung und Faltung dieser Lyrik gehabt haben. Vom Reimschema waren diese Strophen folgendermaßen gereimt. Die erste Strophe:
B, 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 A, A. Zweite Strophe C, 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 A, A. Dritte Strophe D, 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 A, A. Vierte Strophe E, 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 A, A. Und fünfte Strophe F, 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 A, A. Und diese beiden letzten Verse aus dieser fünften Strophe, die wurden nun in einem Dialekt verfasst, der ein andalusischer Dialekt war, also nicht auf Hebräisch oder nicht auf Arabisch, sondern zum Beispiel in einem alten spanischen Dialekt oder auch in anderen romanischen Dialekten, Kastilisch zum Beispiel. Diese beiden Verse nennt man die Karja. Und sie bieten uns Europäern die ältesten Zeugnisse der romanischen und hispanoromanischen Sprache, die wir kennen. Geschrieben wurden sie, obwohl sie in einer europäischen Sprache gedichtet wurden, aber mit arabischen Buchstaben, im sogenannten Al-Yamyado. Und das zeigt, dass das arabische Alphabet in dieser Zeit sehr viel bekannter war, auch unter Christen, als das lateinische Alphabet. Das lateinische Alphabet war ein wenig in Vergessenheit geraten in dieser Zeit und man schrieb auch eine europäische Sprache mit arabischen Buchstaben, was doch sehr erstaunlich ist. Man hat 68 dieser Karjas gefunden. Und eine Version will ich Ihnen mal vorlesen. Sie existiert in Altspanisch, man hat sie dann auf Neuspanisch übersetzt und ich habe sie aus dem Neuspanischen ins Deutsche übersetzt. Und es geht ungefähr so. Madre, que amigo, bajo la guedejuela rubita, el cuello blanco y la boquita rojuela. Mutter, was für ein Freund, unter seinen blonden Haaren der weiße Hals und der rote Mund. Also diese zwei Verse, die auf Altspanisch eben einen volkstümlichen Dialekt in einen arabisch-hebräischen Kontext stellen. Und zum anderen die sogenannten Sajal, das Sajal. In diesem Lied werden alle Verse in einer Umgangssprache gedichtet, eben in einem nicht klassischen Arabisch, auf Hebräisch oder eben in Altspanisch oder einem anderen romanischen Dialekt. Das ganze Gedicht also, nicht nur die letzten zwei Verse. Und diese Lieder bestimmt wieder als zentrales Thema die Liebe. Und da sie jetzt in den Kneipen gesungen wird und von allen verstanden wird, mögen die Aristokraten diese Art von Lied nicht so gern. Sie ist weniger edel, aber sie hat eben Furore gemacht. Angeblich erfunden wurde sie 1160 von Ibn Kusman in Andalusien. Und so sind drei große andalusische Städte Zentren dieser neuen Dichtkunst geworden, Granada, Córdoba und Sevilla. Der Muwashah hat bis heute überlebt in Nordafrika und ist dort als Liedform sehr beliebt, auch in Ägypten und auch im Jemen. Ich denke, wichtig ist, dass diese Dichtkunst die Gemeinsamkeit von Tonkunst und Textkunst kultivierte. Sie bezieht ihre Wirkung aus dem Thema Liebe, Sinnlichkeit, aber eben auch aus den Klängen und den Rhythmen der Sprache und der Musik. Und es hat ihren Siegeszug in Spanien und dann in veränderter Form in Frankreich und dann auch in Deutschland bei den Troubadouren und bei den Minnesängern gefördert. Ich möchte Ihnen folgende Dichter aus dieser Zeit noch etwas näher vorstellen. Ibn Hazm, Abd al-Rahman den V., Ibn Baki, Ibn Arabi, Ibn Said, Ibn al-Rayya.
Autoren aus dem 11. bis 13. Jahrhundert. Eine ganz kleine Auswahl. Es gibt so viele wunderbare Autoren und Autorinnen aus dieser Zeit bis ins 15. Jahrhundert hinein. Das ist, wie gesagt, eine sehr, sehr kleine Auswahl. Gedichte, die mich persönlich ganz besonders angesprochen haben. Und ich möchte Ihnen diese Gedichte in einer Extra-Zeichensetzung vorlesen. Und deshalb, ich möchte, dass Sie diese Gedichte ohne meine Kommentare hören, einfach so, wie sie ungefähr klingen könnten. Und ich möchte dann in einer weiteren Zeichensetzung Ihnen die Gedichte der einige Gedichte der französischen Troubadoure und der deutschen Minnesänger vorlesen, auch ohne Kommentare, nachdem ich sie in einer anderen Zeichensetzung eingeleitet habe. Aber Sie sollen sozusagen selbst vergleichen können, wie diese arabisch-spanischen Gedichte klingen, wie sie mit dem Thema Liebe umgehen und wie dann wir Europäer, die Franken, die eben im deutschsprachigen Raum mit diesem Thema umgegangen ist. Jemand hat als Kommentar zu einer Zeichensetzung geschrieben, Entschuldigung, dass jede Übersetzung nur 50% des Originals wiedergeben könnte. Das steht voll und ganz. Die Nuancen einer Sprache, die Nuancen eines Wortes, die Anspielungen auf die Gesellschaft, auf das alltägliche Leben, aber auch auf andere kunstvolle, poetische Texte, all das geht in der Übersetzung verloren. Das geht in jeder Übersetzung, in allen Sprachen, die in andere Sprachen übersetzt werden, verloren. Das weiß ich. Auch der Klang geht verloren, die Musik, die Rhythmik, die man im Original hat. Aber was soll ich machen? Also, ich werde Ihnen eben folgende Autoren noch mit Gedichten vorstellen. Der erste ist Ibn Hazm. Gestorben ist er 1064 und hat im Kalifat von Cordoba gelebt, ein Universalgelehrter. Zeitweise war er Wesir von Abd al-Rahman, dem Fünften, den ich Ihnen dann auch noch mit einem Gedicht vorstellen will. Diesen Abd al-Rahman, den Fünften, den kennen Sie, der wurde 1024 ermordet, und zwar vom Vater von Walada, wie ich Ihnen schon erzählt habe. Ibn Baki, gestorben 1150, ein Reisender, der zwischen Marokko und Andalusien berühmt für seine Muwaschahats. Ibn Arabi, einer der berühmtesten Autoren, gestorben 1240 in Damaskus, geboren in Spanien in Murcia. Ein Philosoph und Mystiker, einer der bekanntesten Sufis, der sehr viel gereist ist, auch außerhalb Andalusiens, und schließlich sein Lebensende im Nahen Osten verbracht hat. Berühmt ist seine Liebeslyrik. Und seine Gedichte zählen mit zu den schönsten, die ich kenne. Ibn Said, gestorben 1286 in Tunis, der in Sevilla studiert hat, dann sich in Tunis, Alexandria, Kairo, Jerusalem und Aleppo aufgehalten hat. Diese Autoren sind in der Regel weit gereist im muslimischen Raum, Nordafrika bis zum Vorderen Orient. Und zum Schluss Ibn al-Raiya, der im 13. Jahrhundert in Sevilla gelebt hat. Also diese Autoren werden Sie in der nächsten Zeichensetzung mit ihren Gedichten kennenlernen.